Ich spreche über Öffentlichkeit und das ist nicht das Gegenteil von Privatsphäre. Wir brauchen beide. Aber ich befürchte, dass wir dieser Tage so viel über Privatsphäre reden, dass die Vorzüge der öffentlichen Sphäre dabei zu kurz kommen. Diese Werkzeuge, die Sie hier zum Filmen benutzen, das Internet selbst, ist ein großartiges Werkzeug der Öffentlichkeit. Es ermöglicht den Menschen, öffentlich zu reden und sich selbst zu organisieren. Wenn wir die öffentliche Sphäre zu sehr einschränken, dann werden wir vielleicht nicht erkennen, was das Beste ist, was dort passieren kann. Medien waren ja selbst ein Werkzeug der Öffentlichkeit. Medien sollten unbedingt ihren Platz in der öffentlichen Sphäre haben und sich für den Schutz dieser Sphäre einsetzen, weil sie lernen sollten, mit der Öffentlichkeit zusammenzuarbeiten, jetzt wo jeder veröffentlichen und senden kann. Ich glaube, dass sie es gerade lernen. Wir sehen viele Fortschritte. Zeitungen bloggen und twittern und kollaborieren mit den Nutzern. Aber das Ganze entwickelt sich sehr langsam. Die Gutenberg-Forscherin Elizabeth Eisenstein sagt, dass das Buch erst 50 Jahre nach seiner Erfindung begann, eigene Formen anzunehmen. Anfangs hieß der Buchdruck automatisches Schreibsystem. Und es wurden handschriftliche Fonts benutzt. Wenn man sich jetzt anschaut, wie Zeitungen und Magazine und Fernsehsender das Netz und vor allem Tablet-Computer benutzen, dann wird klar, sie wollten ihre bekannten Formen reproduzieren. Sie benutzen handschriftliche Fonts. Und TV-Stationen benutzen Computer, das Web und especially Tablets. Wir haben noch nicht wirklich neu erfunden, was Medien mit den neuen Werkzeugen wirklich sein könnten. Der Schlüssel zur Neuerfindung ist der Umstand, dass Inhalte nicht mehr von einer Person kontrolliert werden. An vielen Inhalten wird gemeinsam gearbeitet. Sie werden weitergereicht, verlinkt, verändert und von vielen Nutzern ergänzt. Wenn die Medien an ihr eigenes Öffentlichsein glauben, dann bedeutet das, mit der Öffentlichkeit zu arbeiten. Ich glaube, dass sie versuchen, alles zu reproduzieren, was sie bisher kannten. Ihre Formen, ihre Kontrolle, ihre Geschäftsmodelle, ihre Rolle in dieser Welt. Die Druckpresse verlieh einem als Verlag ein sehr lukratives Geschäft und einen sehr großen Markt. Ich glaube zwar, dass neue Medienformen nachhaltig und profitabel sein können, darum unterrichte ich Unternehmerjournalismus an der CUNY. Ich glaube aber nicht, dass wir die riesigen Medienunternehmen von früher weiterhin betreiben können, denn die Ressourcen, die sie früher kontrollierten, können heute nicht mehr kontrolliert werden. Nein, aber das lasse ich Ihnen nicht an, weil ich selbst noch nicht weiß, was diese Rolle ist. Ich glaube, dass wir gerade erst beginnen, die Chancen und Möglichkeiten zu sehen. Können wir journalistische Berichte neu konzipieren, nicht als lineare Texte, sondern als separate Einheiten, auf die man verlinken könnte, auf unterschiedliche Weise für unterschiedliche Nutzer? Sagen wir haben einen Bericht, der beginnt mit dem Neuesten, dann kommt der Kontext, dann Hintergrund, dann Details, Details, Details und dann folgt eine Zusammenfassung. Was wäre, wenn man die Teile trennen würde? Warum schreiben wir die Absätze über den Hintergrund eines Themas immer wieder neu? Im Internet sollten solche Passagen mit Hintergrundinformationen sinnvollerweise einfach verlinkt werden. Vielleicht müssen wir sie nicht einmal selbst schreiben, vielleicht hat Wikipedia die besten Hintergrundinformationen. Man kann also in eine Geschichte einsteigen und sagen, okay, ich kenne mich aus, sagt mir einfach, was neu ist. Man kann aber als Nutzer auch sagen, ich will wissen, was neu ist, ich verstehe aber auch den Hintergrund dieses Themas noch nicht. Und ich will auch wissen, wer die Beteiligten sind. Ich will wissen, wann und wo das passiert ist und gib mir bitte auch die ganzen Details.
Ich glaube, das ist eine Chance. In den gedruckten Medien und im Rundfunk mussten die Nachrichten nach dem Einheitsmuster gestaltet werden. Aber das ist nicht mehr der Fall. Und ich glaube, wir haben in dieser Zeit einen Mythos aufgebaut, dass das Einheitsmuster die bessere Form sei. Wenn ich die Tageszeitung geliefert bekomme, dann werfe ich immer gleich den Sportteil weg. Ich mag keinen Sport. Dieser Teil ist für mich also völlig verschwendet. Das ist nur sinnloses Zeug. Medienunternehmen müssen beginnen, sich als eine Datenbank des Wissens und der Information zu begreifen und als Plattform, auf der sich Menschen über diese Informationen austauschen können. Wirtschaftlich betrachtet, je mehr Plattformen wir bauen, auf der Communities sich austauschen können, desto besser wird es uns gehen. This is more discussion in America, I think, than anywhere else, because of our distances. Ich glaube, diese Debatte wird vor allem in Amerika mit seinen riesigen Distanzen geführt. Als das Fernsehen aufkam, haben wir hier sehr viele Städte gehabt mit nur einer Zeitung. Das war einfach so. Aber es war auch langweilig, im Gegensatz zu Deutschland, wo es schon lange starke überregionale Marken gibt, wie der Spiegel, die Süddeutsche und die Welt, was man will. Man kann sich aus verschiedener Perspektive informieren. Die muss man nicht alle lesen, aber man hat die Auswahl. Jetzt kehren wir gerade zu einem natürlichen Zustand von Medien in der Öffentlichkeit zurück, wo wir viele Optionen haben und viele Stimmen hören können. Demokratie bedeutet ja nicht, dass eine monolithische Stimme spricht, die zentral kontrolliert wird. Demokratie ist in Wirklichkeit eine Kakophonie der Stimmen. Es fällt uns aber auch noch schwer, uns an dieses Durcheinander zu gewöhnen. Es gibt im Internet ein wundervolles Video über eine junge Frau, die von Geburt an taub war und nach einer Operation plötzlich hören kann. In dem Moment, wo das Hörgerät eingeschaltet wird, muss sie weinen, weil es so wundervoll und verwirrend ist. Das ist eine Metapher für das, was wir gerade im Internet durchleben. Wir hören plötzlich wieder die Stimmen der Menschen, nicht nur die Stimmen einer Zeitung.